Hallo Leute, grüß euch, willkommen bei meinem neuen Videoblog, der erste 2019. Und auch gleich mal willkommen in meiner guten Stube. Es ist draußen äußerst windig, vielleicht hört man es auch im Hintergrund im Mikrofon, also die Bude bebt, kann man sagen. Wir haben da Windböen von 80 km/h plus, es ist eisig kalt, naja, Winter halt. Wie man ja so oft in den Medien gehört hat, der Jahrhundertwinter. Und das ist auch gleich schon mal ein kleiner Grund, warum es 2018 dann keinen Videoblog mehr gegeben hat. Ich möchte mich da mal entschuldigen, aber ich denke, das passt so ja auch. Also wenn ich es halbwegs schaffe, jeden Monat einen neuen Blog online zu stellen. Ich bemühe mich da in die Richtung weiterhin. Nun gut, zum Thema. Ihr habt das eh schon eingangs gesehen beim Intro. Es geht um ein, ja, sagen wir mal, Indoor-Thema. Und zwar die berühmte Frage, wie oft geht es denn eigentlich zum Fliegen? Naja, und dadurch, dass ich hier ja an der hohen Wand schon seit einiger Zeit lebe und hier seit vielen, vielen Jahren auch regelmäßig fliege, betrifft vorweg einmal hier die hohe Wand. Denn seit 2002, also gesagt seit Jänner 2002, jetzt durchgehend bis zum jetzigen Tage und natürlich auch noch weiterhin, also 17 Jahre mittlerweile schon, also jetzt sind schon über 17 Jahre, schreibe ich immer auf, wann es zum Fliegen gegangen ist. Also ist eine Art Kalender. Und seit 2016 mache ich es dann noch sogar noch ein bisschen genauer, aber das werdet ihr dann weiter hier im Video sehen, was ich damit meine. Ja, und in halt die 17 Jahre, da ist halt schon einiges zum Sehen, wie sich das Flugwetter technisch hier an der hohen Wand entwickelt. Und man kann der Frage halt dann doch ein bisschen näher rangehen, eben wie oft das da hier zum Fliegen geht. Mag sein, dass das vielleicht sogar auch für Mitteleuropa ein bisschen gleich sein wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier in anderen Fluggebieten, hier mal Österreich, Mitteleuropa gesehen, so derartig viel anders sein wird, also was Häufigkeit anbelangt. Eine Besonderheit hier ist halt an der hohen Wand, wir haben eigentlich hauptsächlich eine Startrichtung, also von Süd-Südost aus gesehen, also die hohe Wand ist ja südöstlich ausgerichtet. Also haben wir da nicht viel Startmöglichkeiten und da, lasst euch überraschen, geht es doch deutlich öfters zum Fliegen, als man im Grunde eigentlich vielleicht einmal glauben mag. Nun denn, lass uns nicht weiter da so reden, sondern gehen wir mal in die Statistik. Schauen wir uns die ganzen Grafiken an, da wird es halt jetzt einige geben. Ja, ich weiß, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber ich denke mal, ein bisschen was wird man da schon rauslesen können. Jeder für sich, mancher wird sich bestätigt fühlen, der andere wird sagen, auch ein Blödsinn, kann man gern dann auch drüber diskutieren, aber schauen wir sich das Ganze mal an. Bis dann. Ich will es nicht ganz so spannend machen. Schauen wir sich einmal die komplette Zahl für den ganzen Zeitraum von über 17 Jahren einmal an. Und da haben wir schon einmal die erste Zahl. 2200 Flugtage. Eben wie gesagt, der Zeitraum von 17 Jahren hier im Fluggebiet der Hohen Wand. Ja, und so rechnerisch ergibt sich, dass es im Grunde an jedem dritten Tag fliegbar ist. Als Flugtag, also Tag einmal unter Anführungsstrichlein, habe ich gerechnet, wenn es mindestens 2 Stunden an dem betreffenden Tag unter regulären Bedingungen fliegbar war. Und unter regulären Bedingungen meine ich eben, so wie keine Nebelflüge oder im Regen fliegen oder Gewitter in der Nähe, da schon blitzt und donnert. Ja, ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Da ja nicht jeder auch unter der Woche fliegen gehen kann, ja, wie schaut denn das dann aus mit den Wochenend- und Feiertagen? Während der genannten 17 Jahre war es an 729 Wochenend- und Feiertage fliegbar. Übersichtlicher und aussagekräftiger sind da wohl Grafiken. Hier mal die Übersicht der ganzen 17 Jahre, schön aufgeteilt in den Flugtagen gesamt und darin enthalten, wichtig, die Wochenend- und Feiertage. Was hier bei dieser Übersicht gleich einmal auffällt,
dass seit 2012 die fliegbaren Tage doch merklich zurückgegangen sind. Ich lasse die Grafik und natürlich auch die folgenden noch ein wenig länger hier stehen. Am besten einfach die Pause-Taste des Players drücken. So könnt ihr diese noch länger studieren, wenn ihr wollt. Gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail und schauen uns die einzelnen Jahre etwas genauer an. Meine Aufzeichnungen beginnen mit dem Jahr 2002. Was hier gleich einmal ins Auge springt, dass der Jänner sehr schwach war. Dann der Frühjahr, Sommer war ja, wie man das sieht, ja ganz okay. Und stark nachgelassen hat dann auch wieder der Herbst und der Winter. Aus meteorologischer Sicht gesehen war das Jahr 2002 in Bezug auf meinen Aufzeichnungszeitraum eher unterdurchschnittlich. Und weiter geht es mit 2003. Und vorweg einmal gesagt, 2003 war in meinem Aufzeichnungszeitraum das beste Flugjahr, aber nicht betreffend der Wochenend- und Feiertage. Wie zu sehen, war das Frühjahr und der Sommer recht gut und der September ist ja auch noch zu erwähnen. Der Winter war auch recht gut. Da sieht man gleich, da war der August spitzenmäßig. Das wird hier an der hohen Wand wahrscheinlich die Streckenflugpiloten begeistert haben. Wieder mal unterm Durchschnitt, einmal vom Dezember abgesehen, war der Winter. 2005. Auf den ersten Blick sieht man gleich, dass der Sommer hier recht stark geschwächelt hat. Dafür war immerhin das Frühjahr und der Herbst recht schön, aus fliegerischer Sicht einmal gesehen. 2006 hat dieselben Flugtage und auch die Wochenend- und Feiertage sind ident, wo es fliegbar war. Die Verteilung ist halt nur eine andere. Der Sommer und auch der Herbst waren sehr, sehr gut, wie man hier sieht. Auffallend tut nur, dass der Februar und der März, was die fliegbaren Wochenend- und Feiertage anbelangt, sehr, sehr traurig war. 2007 war leider eines der schlechten Flugjahre auf der Hohen Wand. Dies betrifft die Flugtage im Gesamten und leider auch die fliegbaren Wochenend- und Feiertage. Im Besonderen stechen hier der Jänner und der November heraus. Da sieht man, dass es keinen einzigen Wochenend- und Feiertag fliegbar war. Aber auch der Oktober, da gab es nur einen fliegbaren Tag, was Wochenend- und Feiertag betrifft. 2007 was recht gut war, was die Flugtage anbelangt. Aufgefallen tut hier leider Gottes wieder mal, dass der Winter, besonders was die fliegbaren Wochenend- und Feiertage anbelangt, eher schlecht war. Ja, und auch, ja, wenn man will, der August war nicht besonders stark, was die fliegbaren Wochenend- und Feiertage anbelangt. 2009 war aus fliegerischer Sicht sehr, sehr durchwachsen. Das sieht man hier gleich einmal auf den ersten Blick. Gleich auffallend tut einmal der Februar ganz, ganz schlecht. Der März ist gerade auch nicht gut. Dann im April super schön, geht wirklich toll. Und dann bricht es schon wieder mal ein. Der Mai, Juni, kann man sagen, der frühe Sommer ganz schlecht. 1. August und der Herbst normalisieren sich wieder.
2010 ist da schon wieder deutlich ausgewogener, ganz fein. Die Monate schauen ganz gut aus. Vielleicht kann man sagen, ja, der März, da gab es weniger fliegbare Wochenenden und Feiertage, genauso der September. Was aber gleich einmal auffällt, der Mai. Schaut euch den Mai einmal da genau an. Denn von den 9 fliegbaren Tagen waren davon 6 Wochenend- und Feiertage. So nehme ich einmal an, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten Piloten gesagt haben werden, naja, der Mai war eigentlich ein ganz guter Flugmonat, obwohl insgesamt 9 Tage sind da unterdurchschnittlich. ...2011 war, was der Gesamtflugtage anbelangt, wieder mal ganz gut. Und dieses Jahr war auch, bezogen auf den 17-jährigen Aufzeichnungszeitraum, das beste Jahr, was die fliegbaren Wochenend- und Feiertage anbelangt. Besonders der Spätsommer und der Herbst stechen hier besonders stark heraus. Schaut einmal auf den August. Naja, der März ist vielleicht einmal ein bisschen schwach und der November. ...2012 sieht da schon leider wieder mal nicht so gut aus. Besonders der Jänner und der Februar, die, ja, man sieht's ja eh gleich. Aber erfreulicherweise, der Sommer und der Herbst retten das Jahr wieder so halbwegs. Besonders die fliegbaren Wochenend- und Feiertage sind hier noch im Durchschnitt. ...2013, naja, was soll man sagen, das war das Jahr mit den wenigsten fliegbaren Tagen gesamt gesehen. Auch die fliegbaren Wochenend- und Feiertage schauen gar nicht gut aus. Mit diesem Jahr zeigt sich leider auch ein bis heute anhaltender Abwärtstrend, was die fliegbaren Tage anbelangt. ...2014, wieder ein kleiner Lichtblick, aber dennoch, wir liegen hier immer noch weit unter dem Durchschnitt. Besonders der November und Dezember fallen hier besonders auf, aber auch was die fliegbaren Wochenend- und Feiertage anbelangt, der April und der Mai waren da sehr schlecht. 2015 und es geht leider schon wieder bergab. Besonders die fliegbaren Wochenend- und Feiertage waren dieses Jahr das schlechteste im gesamten Aufzeichnungszeitraum von 17 Jahren. Besonders der Herbst war im Jahr 2015 besonders schwach. 2016 geht's dann ein wenig später weiter, denn da habe ich meine Aufzeichnungspraxis ein wenig geändert. Warum werdet ihr dann später genauer sehen? Jetzt sehen wir uns einmal die Monate im Jahresvergleich genauer an. Und dieser sieht im Vergleich zum Jahresüberblick doch schon ein wenig anders aus. Der Monatsüberblick endet vorerst auch 2015. Positiv fällt zuerst einmal das Jahr 2006 und 2009 auf. Und im negativen Sinne ist es genau der Jänner 2002. Da gab es insgesamt nur 2 fliegbare Tage, davon keinen einzigen Wochenend- und Feiertag. Auch 2007 gab es keinen einzigen fliegbaren Wochenend- oder Feiertag. 2. Februar sieht da im Jahresvergleich schon etwas ausgeglichener aus. Die Ausreißer sind 2009 und 2013. Was die fliegbaren Wochenend- und Feiertage anbelangt, da sticht sehr, sehr negativ das Jahr 2012 hervor mit 0 fliegbaren Tagen. Aber auch das Jahr 2006 mit einem einzigen fliegbaren Wochenend- und Feiertag, ja, das ist auch nicht gerade gut.
Umso mehr das Jahr voranschreitet, ja, offensichtlich geht es da auch immer besser zum Fliegen. Nur was die Fliegbahn, Wochenend und Feiertage anbelangt, da gibt es ein paar Jahre, die schon gewaltige Ausreißer sind. Da fällt das Jahr 2011 besonders auf, wenn man das Verhältnis Gesamtflugtage und fliegbare Wochenend und Feiertage sieht. Und weiter geht es mit dem April. Ja, und auch hier hält der Trend an, dass mit Fortschreiten des Jahres die fliegbaren Tage mehr werden. Ja, aber was hier schon einmal auffällt, mit dem Jahr 2012 werden die fliegbaren Wochenend- und Feiertage markant weniger, aber auch gesamt gesehen werden die fliegbaren Tage weniger. Über die Jahre gesehen ist der Mai bis ins Jahr 2011 gar nicht so schlecht. Da gab es einige sehr gute Jahre dabei mit vielen fliegbaren Tagen. Naja, wenn wir mal das Jahr 2011 ein bisschen näher herausnehmen, die fliegbaren Wochenend- und Feiertage waren da gar nicht vorhanden. Und ab dem Jahr 2012 werden die fliegbaren Tage generell deutlich weniger. Der Juni ist über dem Aufzeichnungszeitraum der 17 Jahre auch eher durchwachsen. Da sticht das Jahr 2005 besonders hervor, da gab es einen regelrechten Einbruch. Und dann auch wieder zum Erkennen, ab dem Jahr 2009 werden generell wieder die fliegbaren Tage deutlich weniger. Der Juli scheint über den Aufzeichnungszeitraum gesehen am gleichmäßigsten oder wie man sagen könnte auch am stabilsten zu sein. Was aber die fliegbaren Wochenend- und Feiertage anbelangt, da gibt es ja wohl ein paar gewaltige Ausreißer. Da wären einmal das Jahr 2006, 2009 und 2013. Der August schaut über die Jahre gesehen auch gar nicht so schlecht aus, aber man sieht hier auch ab 2012 den Trend, dass generell die fliegbaren Tage weniger werden. Aber auch das Jahr 2006 und 2007 fallen hier auf, da waren die fliegbaren Tage deutlich unter dem Durchschnitt. Der September, oft ein ganz toller Flugmonat hier auf der Hohen Wand. Große Ausreißer sind hier das Jahr 2002, das war hier ganz, ganz schlecht, und das Jahr 2010. Aber wiederum, wenn man genau schaut, ab dem Jahr 2012 werden generell die Flugtage wieder weniger. Einen goldenen Oktober dürfte es 2005, 2006 und 2008 gegeben haben. Die anderen Monate sind eher Durchschnitt. Tja, aber die fliegbaren Wochenend- und Feiertage, ja, da schaut's auch sehr durchwachsen aus. Da fallen im Besonderen das Jahr 2002, 2003 und 2007 auf. Mit November zum Jahresende hin, wo auch schon die Tage schon recht kurz geworden sind, da werden wohl auch die fliegbaren Tage weniger. Auffallend ist, dass im Jahr 2007 und 2015 es keinen einzigen fliegbaren Wochenend- oder Feiertag gegeben hat. Aber auch im Jahr 2003 und 2004 mit einem fliegbaren Wochenend- oder Feiertag hat es auch nicht gerade toll ausgesehen.
Und zu guter Letzt der Dezember, der im Grunde eigentlich sehr ähnlich wie der November aussieht. Was man hier auch sieht, dass ab dem Jahr 2010, 2011 generell die fliegbaren Tage wieder weniger werden. Und es gibt auch schon wieder mit 2013 ein Jahr, wo es keinen einzigen fliegbaren Wochenend- bzw. Feiertag gegeben hat. Wie ich hier schon sagte, ab dem Jahr 2016 wollte ich es einfach einmal genauer wissen. Naja, denn wenn man es genau sieht, ein Flugtag mit 2 Stunden ist ja nicht wirklich ein Flugtag. Und so kann ein Jahr mit vielen sogenannten Flugtagen, an denen es halt relativ wenig zum Fliegen war, naja, das ist dann nicht so aussagekräftig im Vergleich mit vielleicht anderen Flugjahren, wo es nicht ganz so oft war, aber oft länger zum Fliegen war. Das passt dann nicht so ganz zusammen. Ja, und so denke ich halt einmal, dass wenn ich die Flugstunden pro Tag auch aufschreibe, die ganze Sache genauer wird. Auch hier gilt reguläre Flugbedingungen. Wie ich die sehe, habe ich ja hier schon beschrieben. Ja, vielleicht doch noch ein paar erklärende Worte dazu. Denn unter reguläre Flugbedingungen meine ich jetzt nicht zwangsweise, dass Schulungsbedingungen gemeint sind. Es kann da schon einmal anspruchsvoller in der Luft zugehen, eben wie stärkere Thermik, Lähthermik vielleicht sogar, wenn sie nicht so stark ist, mehr Wind, wo sich ein erfahrener Pilot mit entsprechenden Skills noch sicher und gut bewegen kann. Und nun zur Frage, wie viele Flugstunden gibt es so im Jahr? Und schon geht es weiter mit dem Jahr 2016, wo es 104 Flugtage gab. Betreffend des Aufzeichnungszeitraums der 17 Jahre war dieses Jahr leider ein recht schlechtes. Diese 104 Flugtage ergaben 736 Stunden fliegbare Bedingungen. Und in dieser Stundenzahl enthalten sind die 280 Stunden fliegbare Zeit an Wochenend- und Feiertagen. In der Grafik sind hier die Monate einzeln aufgeschlüsselt. Hier sind zu sehen, wie vorher schon die fliegbaren Tage und dazu jetzt die fliegbaren Stunden per Monat. Und da wird es jetzt nämlich interessant, wenn man diese beiden Werte zueinander vergleicht, nämlich die Tage zu den fliegbaren Stunden. Und so kann sich jeder, der möchte, gerne den Tagesschnitt, also was pro Tag circa pro Monat an fliegbaren Stunden vorhanden war, ausrechnen. Aber Achtung, ihr müsst bedenken, dass die Tageslänge über das Jahr gesehen sich natürlich massiv ändert. Also im Sommer ist es deutlich mehr wie im Winter, wo es vielleicht maximal 8 Stunden hell ist. Ich habe dies aber noch etwas genauer aufgeschlüsselt. Bitte ein wenig Geduld, das kommt hier noch. Und schon geht es weiter mit dem 2017er Jahr, das erfreulicherweise etwas besser war wie das vorhergegangene. Ja, es waren 113 Flugtage, aber jetzt wird es interessant bezüglich der Flugstunden, denn die 9 mehr Flugtage sind nicht zwingend deutlich mehr fliegbare Stunden im Jahr. Also wenn man sich das ein bisschen durchrechnet, merkt man, dass der Stundenschnitt im 2017er Jahr schlechter war wie im 2016er. Spannend wird es mit dem 2018er Jahr, das nur einen Flugtag mehr hat wie 2017 und aber viel weniger fliegbare Gesamtflugstunden. Viel erfreulicher sieht das Ganze dann aus bei den fliegbaren Wochenend- und Feiertagsstunden. Wenn man da die Relation dazu sieht, wird man sagen, naja, das 2018er Jahr war aus fliegerischer Sicht ganz schön brauchbar.
Und weiter geht's mit deutlich genaueren Aufzeichnungen. Und zwar die fliegbaren Stunden per Tag im Monat im Jahresvergleich. Das klingt ein bisschen kompliziert. Ich hoffe aber, dass die Grafiken dies übersichtlich darstellen können. So, und da geht's schon los mit der ersten Grafik. Und zwar den Jänner im Jahresvergleich von 2016 bis 2018. Ja, und man sieht hier von links nach rechts ganz unten eben die einzelnen Tage. Jänner hat 31 Tage und farblich kodiert die Jahre. Und was da jetzt auch noch dabei ist, die Tagesstunden. Hier die gelbe Säule, das ist der Mittelwert, die 8 Stunden, was ein Tag im Jänner dauert. Okay, ja, es bleibt bei den 24 Stunden. Gemeint ist natürlich der bürgerliche Tag mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Nun, was hier gleich einmal sehr erfreulicherweise auffällt, dass die ganzen Jahre über im Jänner es sehr viele Flugtage gegeben hat, wo die vollen 8 Stunden fliegbar waren. Ja, und noch einmal der Jänner, aber diesmal betreffend der fliegbaren Stunden an Wochenend und Feiertagen. Denn das wird wohl eher den meisten interessieren, wie das da ausschaut. Und was sieht man da? Naja, da war eigentlich nur das 2017er Jahr recht brauchbar, was das Fliegen im Jänner an Wochenend und Feiertagen anbelangt. Und weiter geht es mit dem Februar. Ja, und da sieht man gleich, dass auch das 2017er Jahr am besten war, was die Ausbeute an fliegbaren Stunden betrifft. Naja, aber immerhin 2018 ist da jetzt auch schon nicht so schlecht. Was zu beachten ist, ist die Tageslänge, die sich natürlich übers Jahr hin ändert. Hier im Februar halt auch schon wieder länger. Auch was die fliegbaren Wochenend- und Feiertage im Februar anbelangt, da ist das 2017er Jahr auch wieder klar ganz weit vorne. Der Februar 2017 hat 3 Wochenend- und Feiertage, wo es fast den ganzen Tag über fliegbar war. Der März 2016 bis 2018 war recht ausgeglichen. Also über die Jahre gesehen sind die Flugstunden fast ident. Die Verteilung ist eben natürlich etwas anders. Aber wenn man ein bisschen genauer schaut, man sieht, es gibt da einige wirkliche Flugtage, also wo es 10 Stunden, 8 Stunden am Tag fliegbar war. Und da man im März schon mit guter Thermik rechnen kann, werden da auch ein paar ganz nette Thermikflugtage dabei gewesen sein. Ja, und der März bezüglich fliegbare Feier- und Wochenendtage, da schaut's nicht gerade besonders gut aus. Und zwar über die ganzen Jahre von 2016 bis 2018. Nur gibt es da 2 Tage, wo man sagen kann, wirklich der ganze Tag war fliegbar und es war das 2016er Jahr. Wenn man von den meisten fliegbaren Stunden, was Wochenend- und Feiertage anbelangt, ja, da war das 2018er Jahr das Beste. Und wie schaut es denn da im April aus bezüglich der fliegbaren Stunden? Naja, da ist eindeutig das Jahr 2016, natürlich auch mit den meisten Flugtagen, das sticht hervor. Und es gibt auch eine ganze Menge Tage, wo man wirklich vom Flugtag sprechen kann in Bezug auf die normale Tageslänge. Aber es gibt auch jede Menge Flugtage, also egal welches Jahr jetzt, wo man eigentlich nicht von einem Flugtag sprechen kann, wo es maximal einen halben Tag fliegbar war.
was die Fliegbahn, Wochenend- und Feiertagsstunden im April, also im Jahresvergleich angeht, da liegt 2018 natürlich weit vorne, hat ja auch die meisten Flugtage. Es gibt ein paar Tage, was man da sieht, also egal jetzt welches Jahr, dass, ja, von wo man halt wirklich von einem Flugtag reden kann. Oft aber ist es halt auch nur der halbe Tag, wenn überhaupt zu viel. Der Mai ist da sehr, sehr interessant, was das Verhältnis Flugstunden zu Flugtagen anbelangt. Da ist eben der Vergleich 2018 und 2017 sehr interessant, denn 2018 hat weitaus die meisten Flugtage, aber der Unterschied zwischen 2017 und 2018, was die Flugstunden anbelangt, naja, da wird schon deutlich enger. Ja, und dann vergleicht man mal das Jahr 2016 und 2017. Da gibt es nämlich nur einen Tag Unterschied. Aber wenn man sich die Flugbahnstunden anschaut, also im Vergleich 2016-2017, hat 2017 deutlich mehr fliegbare Stunden. Dies schlägt sich deshalb so stark nieder, da 2017 die meisten, wenn man so sagen will, ganzen Flugtage hat. Die fliegbaren Stunden an Wochenend- und Feiertagen im Mai. Welches Jahr da am besten war, sieht man ja wohl gleich. Das war nämlich ja 2018, was aber nicht verwundern darf, denn da gab es ja auch mit Abstand die meisten fliegbaren Wochenend- und Feiertage. Ganz schlecht war da, man sieht es ja auch, das Jahr 2017. Da war so gesehen nicht einmal ein ganzer fliegbarer Wochenend- oder Feiertag. Der Juni. Ja, da hat eben 2017 die meisten Flugtage und auch die meisten Flugstunden. Aber wenn man es genau nimmt, 2016 ist er dicht an den Fersen, hat weniger Flugtage, aber nicht sehr viel weniger Flugstunden. Im Grunde kann man eigentlich sagen, dass 2016 und 2017, was jetzt die ergiebigen ganzen Flugtage angeht, nahezu ident sind, obwohl es da Unterschiede in den gesamten Flugtagen gibt. 2018 war da leider nicht so ganz ergiebig. Was die fliegbaren Stunden an Wochenend- und Feiertagen im Juni angeht, naja, das ist eindeutig, würde ich einmal sagen. 2017 war da am weitaus ergiebigsten gegenüber den anderen Jahren. 2016 und 2018 hat es nicht einmal jeweils einen ganzen Flugtag gegeben. Und wir sind im Sommer angelangt, und zwar im Juli. 2016 und 2017 sind da recht ausgeglichen. Naja, 2017 hat halt zwei Flugtage mehr. Das schlägt sich auch in den fliegbaren Stunden nieder. 2018 hat da deutlich weniger Flugtage und das sieht man natürlich dann auch in den Flugstunden. Aber wenn man das wieder ein bisschen genauer betrachtet, hat 2018 ein paar, also im Verhältnis jetzt gesehen zu den fliegbaren Tagen, ein paar ganze Flugtage. Generell ist zu sagen, also egal jetzt welches Jahr, gibt es hier eine ganze Menge Flugtage, wo es nur einige Stunden fliegbar war. Bezüglich der fliegbaren Wochenend- und Feiertagsstunden, kann man mal sagen, kann das ja schon mal etwas anders aussehen. Vor allem hier sieht man, dass das Jahr 2016 deutlich mehr fliegbare Tage hatte und das sieht man natürlich auch gleich wieder mit den fliegbaren Stunden. Vor allem gab es da zwei wirklich lange
Flugtage, wo halt die Stunden zusammenkommen, und das schlägt sich natürlich gleich einmal in die Statistik nieder. Hier zeigt sich wieder, dass der August einer der besten Monate, was Fliegen anbelangt, hier an der hohen Wand ist. Die Jahre haben nahezu gleich viele Flugtage, nur 2018 hat einen Tag mehr. Aber dennoch, wenn man es ein wenig sich die Flugstunden, also die fliegbaren Stunden anschaut, da gibt es ein paar kleine Unterschiede. 2017 hatte merklich mehr fliegbare Stunden. Bezüglich der fliegbaren Stunden an den Feier- und Wochenendtagen schaut die Sache interessanterweise schon wieder mal ganz anders aus. Vor allem 2018, das zwei fliegbare Tage weniger hat als 2016, trotzdem schlägt sich das dann in den fliegbaren Stunden nicht so krass nieder. Auch der September ist oft ein sehr, sehr schöner Flugmonat hier auf der Hohen Wand. 2016 war ein solcher toller Monat. Das sieht man gleich in den fliegbaren Stunden. Vor allem sieht man auch, dass es sehr viele lange, also komplette Flugtage gegeben hat. 2017 war leider nicht so toll. War ein ganz, ganz tolles Jahr, was die fliegbaren Stunden an Wochenend- und Feiertagen betrifft. Vor allem gab es da sehr viele lange Flugtage. Ja, und wenn man sich 2017 anschaut, ein Trauerspiel würde ich sagen. Ein einziger Tag und da nur 4 Stunden. 2018 gab es immerhin 2 lange Flugtage. Der Oktober, ja, der kann ein goldener sein, aber leider auch manchmal ein recht grauer. Letzteres war da wohl 2016. Deutlich besser und sicher auch schöneres Wetter gab es da 2017 und 2018. In 2017 gab es einige wirklich lange Flugtage, das schlägt sich auch gleich einmal in den Flugstunden nieder. Und wenn man vergleicht das dann mit 2018, wo es mehrere Flugtage gab, ist der Unterschied an den fliegbaren Stunden wieder mal gar nicht so groß. Die fliegbaren Wochenend- und Feiertage sind im Oktober nahezu gleich. Aber man sieht's gleich, 2018 ist punkto fliegbare Stunden nicht so gut. Aber immerhin gab es da auch einige wirklich längere Flugtage. Mit November geht es schon stark Richtung Winter und die Flugtage werden auch schon deutlich weniger. Die fliegbaren Tage waren 2016 sehr, sehr dürftig, also mit 3 Tagen, aber immerhin waren die Tage, was die Flugstunden anbelangt, nicht allzu kurz. 2018 war entgegen ganz okay, vor allem was die fliegbaren Stunden anbelangt. In 2016 gab es nur einen einzigen fliegbaren Wochenend- bzw. Feiertag, aber immerhin waren die möglichen fliegbaren Stunden nicht ganz so kurz. 2018 war dann zum Glück wieder mal deutlich besser, vor allem was die möglichen fliegbaren Stunden anbelangt. Der Dezember,
Ja, da fällt gleich einmal auf, dass von Jahr zu Jahr die fliegbaren Tage weniger werden. Nahezu gleich werden auch die fliegbaren Stunden weniger. Ja, vielleicht eine kleine Ausnahme. 2016 war halbwegs okay, was die möglichen fliegbaren Stunden anbelangt. Immerhin gab es da ein paar lange, unter Anführungsstrichen gesehen, lange Flugtage. Man muss halt immer das Verhältnis zu der tatsächlichen Tageslänge sehen. In 2018 gab es einen einzigen fliegbaren Wochenend- bzw. Feiertag. Ja, immerhin haben da die fliegbaren Stunden halbwegs gepasst. 2017 war da wenigstens halbwegs okay, aber auch nicht wirklich berauschend. So, und das war's dann schon wieder mit dem Videoblog. Schön, dass ihr bis hierher mal durchgehalten habt. Ist ja doch ein sehr trockenes und, wie gesagt, das war ja auch ein recht grafiklastiges Thema. Aber ich denke, gerade für die hohe Wandflieger hier war das doch recht spannend, die Frage. Und vielleicht sogar generell, wer weiß, vielleicht macht es ja auch andere Flieger für sein Fluggebiet. Da könnte man sich ja da unten sogar ein bisschen austauschen, oder sagt mir die Meinung, oder wie es in einem anderen Fluggebiet ist, ob es da mehr, öfters, weniger geht oder ob es da auch sowas gibt, ist sicher recht interessant. Würde mich freuen, wenn ihr da unter dem Video auch dazu was schreiben würdet, wenn es euch interessiert hat und das Thema interessant findet. Nun denn, würde mich freuen, wenn ihr da, wie gesagt, wie immer, Videoblogger, ein Herzerl oder ein Daumen hoch da lassen würdet, je nach Plattform, eben wie gesagt, was dazu schreiben würdet, das motiviert für die Arbeit. Naja, weil apropos Arbeit, das Video war aufwendiger als ich dachte, vor allem mit den ganzen Grafiken war zeitaufwendiger als ich dachte. Ja, aber trotzdem ziemlich Spaß gemacht, das zu tun. Ja, wäre vielleicht dann in 2-3 Jahren das Thema noch einmal aufgreifen, weil dann habe ich das jetzt so gesehen, seit 2016, dass mir die Stunden, Flugstunden am Tag deutlich genauer ist und aussagekräftiger ist. Dann in 2-3 Jahren sind es dann eben 5 Jahre oder mehr. Da ist der Zeitraum auch schon ein bisschen größer und ist dann noch aussagekräftiger, die Geschichte für den Zeitraum, und ist dann auch wiederum spannend zu sehen, ob der Trend, weil man hat es ja gesehen, die letzten Jahre ist wirklich weniger zum Fliegen gegangen als die vorhergehenden. Wenn wir schauen, wie es da trendmäßig weitergeht, vor allem auch auf die Flugstunden pro Tag, ist auch recht interessant zu sehen. Ja, werden wir mal sehen, was die Zukunft da so bringt. Na gut, wie gesagt, hat mich gefreut, dass ihr da wart, war schön. Und kann nur sagen, bis zum nächsten Videoblog. Für die nächsten 3 Videoblogs habe ich schon ein Thema und Zusagen. Wenn wir schauen, im Februar sollte eigentlich dann der nächste, so wird wahrscheinlich eher Ende auch Februar werden, der nächste Videoblog online gehen. Ja, so, ich werde es versuchen, halt im Monatstakt, wenn es nur irgendwie geht, einen Blog rauszubringen. Ja, aber ich mag da nicht zu viel versprechen. Habt ihr gesehen, immer wieder gesagt, haben wir gedacht, ja, es kommt jetzt der nächste. Aber so leicht ist es halt leider Gottes doch nicht. Also viele Spielefaktoren natürlich auch mit, die ich dann nicht beeinflussen kann. Na gut, hat mich gefreut, wie gesagt, dass ihr da wart, und bleibt mir einzusagen, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.